Was haben wir hier denn? Hey! Woo! Hallo Freunde der gepflegten Feuerunterhaltung. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen VR-Gameplay. Und zwar zocken wir heute das Spiel Hotel R&R und steht für Hotel Rock'n'Roll. Wir sind ein nicht so guter Rockmusiker und wir sind einen Deal mit dem Teufel eingegangen, werden dadurch berühmt, gut und so weiter und so fort. Aber der Teufel will ja auch immer eine Gegenleistung. Entweder will er eine Seele oder der will Hotelräume zerstören. Und ja, wir müssen Hotelräume zerstören, der will nicht unsere Seele. Und das ist die Story hinter dem Game und hört sich echt abgedreht an und ich bin echt gespannt auf das Game. Ich habe es noch nicht gespielt. Das ist von Wolf & Wood. Und Wolf & Wood hat ja auch The Legion VR gemacht, die haben A Chair in a Room gemacht. Also die wissen definitiv, wie gute VR-Games gemacht werden. Und ja, auch danke, dass ich hier den Testkey bekommen habe von Wolf & Wood. Also echt super. Schauen wir uns mal kurz den Trailer an. Also duschen können wir es schon mal gut. Zähne putzen, das darf nicht vergessen werden. Und da ist der Hotelraum. Also ich bin gespannt. Man muss wohl immer neue Waffen kaufen, freischalten, wie auch immer. Also ich habe es auch noch nicht gespielt, von daher muss ich mich da auch mal erst zurechtfinden. Aber da kann man seine Aggression freien Lauf lassen, würde ich sagen. Echt cool. Ja, mehr brauchen wir auch jetzt gar nicht zu sehen, außer diese Finger hier. Ja, ist für die Valve Index, HTC Vive und Oculus Rift, also unterstützt WMR noch nicht. Weiß ich auch nicht, ob das dann funktioniert. Early Access und das Spiel kostet 16,79 €. Muss man schauen, ob das okay ist für das Spiel jetzt. Aber da Wolf & Wood immer gute Spiele macht, also mir haben die alle gefallen bisher, denke ich, dass das Spiel auch echt gut sein sollte oder wird. Was sagen denn hier die Reviews? Schauen wir uns mal kurz an. Also alle Daumen hoch. Nicht alle. 2 Daumen runter und 4 Daumen hoch. Also bin ich mal gespannt, wie mir das gefällt. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal direkt ins Gameplay und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Okay Leute, hier sind wir im Spiel bei Hotel R&R und es ist ziemlich dunkel. Also Wolf & Wood. Und wir sehen auch diese typischen Wolf & Wood Partikel, die wir fast in jedem Spiel von denen sehen. Ja, wir sollen jetzt hier mal die Größe kalibrieren. Das machen wir jetzt auch mal. So. Ziemlich dunkel und laut. Laut ist es. Rock'n'Roll! Oh, was jetzt? Das kann ich auch. Okay, so fängt's also an. Oh, High Voltage. Piep, piep. Okay. Wow. Hab ich mich erschrocken. Okay, was jetzt? Step into the light. Okay, hold button touchpad and swing arms. Ah! Come forward, my child. No! Whoa! I had you there, didn't I? It's just a pretty sweet echo effect on my voice. Now, get into the elevator. I have something better for you. Typisch Wolf & Wood. Ein bisschen Horror muss dabei sein. Oh! Okay. Da ist der Teufel. Cool gemacht. Oh, die Augen da. Die folgen uns natürlich auch, war klar. Hallo?
Listen, you waste of a bloody toupee. The burning arms. Okay? Hey. Oh, yes, hello. Hello. Nice to meet you. If you didn't guess, I'm the devil. Right, so you're here because you want fame and fortune, but yeah. Your music sucks. Yeah, that's too bad. Das will ich. Well, you have come to the right place, my friend. Ja? I helped the best of them. From Panini to Page, I just love to make a deal with a musician. You're all so debauched. It just so happens, I've fallen out with a certain hotelier, so I think that you could help me. So, here's the deal. I'll give you what you want, minus admin fees, of course. And all you need to do for me is become infamous for smashing up hotel rooms. The more infamy you gain, the bigger the hotels, and more cash you can make. All I need from you is a digital signature on here, and you'll be taken backstage to start your career. Simple. Please, sign here. I'm not a robot. It's not possible to read. Sehr cool gemacht, alleine hier dieser Vorraum. So just get on with it. We have a deal. Ja, den Deal kann ich nicht abschlagen. Just looking over the fine print, as stated in clause 221b, I take your soul. Oh. Ich kann es nicht lassen. Okay, wir gehen mal ganz kurz in die Optionen rein. Move Style, Armswinger, Free. Also ich will Free, also Armswinger gefällt mir nicht. Crouch, könnte es Move gehen, ist egal. Interface, Floor, Blinker. Okay. Das war's eigentlich auch schon, ne? Version. Ah, jetzt haben wir Free Locomotion, cool. Checken wir mal hier. Money for nothing. Bank $290 and check out. Exit the hotel via door. Safety first. Oh, wir haben kein. Haben wir kein Snap-Turn? Boah, nee. Wir haben keinen Snap-Turn. Richtig übel. Doch. Da ist es doch, Mann. Ohne Snap-Turn geht das nicht. World Tour. Also Version 014, also echt sehr, sehr früh noch. Dann machen wir mal eine World Tour, oder? Go! Hotel Select. Okay, wir können wahrscheinlich noch keine anderen auswählen. Nee, wir sind ja ganz frisch Fame geworden. Please select. Vom Finger. Kann man das... Mann, jetzt werde ich auch schon. Kann man denn hier alles machen? Kann man den auch?
Badezimmer. Hear that numbskull in room 27? Just be nice to the guests. They might actually tip this time. Ah, wäre cool, wenn man das noch benutzen könnte. Just that thing, room 29. Listen up. This is useful onboarding stuff to get you on board, I guess. A member of the staff is on their way to your room. You do not want them to fully open the door, or that is game over. So, ja, aber ich krieg die Tür nicht mehr auf. Oh, and just a heads up. You can leave any time when the hotel staff are to roll. TA 60 seconds. Was haben wir hier denn? Hey! Woo! Sechs, 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 sechs. Coming up. Also der Teufel hat uns, ne? Da müssen wir nochmal ran. Alles mal weg hier. Come and get your fresh toilet roll. You're stronger than you look. Da können wir doch bestimmt verstopfen hier, oder? Hullabaloo in this hotel is very unusual. I'm on my way. I have good reason to believe you're damaging hotel property and that is a crime. Hau ab! Gib doch auf! Closing the door, huh? No. I'm gonna call in the guard. This is Hotel Security. Code Red too well, are you? Why not try a Oh, ist jetzt besser? 118. Yes. Gehen wir jetzt mal ganz kurz zurück. Mal gucken, ob wir irgendwo anders hin können. Oder ob wir die ganze Zeit das jetzt
nur das hier haben können. Ja, wir können auch eine andere. Ja, machen wir das doch, oder? Ah, nee, können wir nicht. Ist noch nicht freigeschaltet. Okay. Okay. Jetzt müssen wir nochmal. Auch nicht schlecht. Das Spiel wieder hier, komm. Ich bin schneller. Die ist hartnäckig, die Alte. Wo bist du? House up. You've done it now. Hotel security will handle this. Ich hab mal Auftrag hier. Wir sind ja auch am Arsch der Welt hier. Hat er geschossen? Justice. Hotel Security Style. Devil Corp Plattform Fee. Lawyer Fee. Resurrection Fee. Okay, weil wir gestorben sind. Okay. Your dirty shape.
call Hotel Management Expert. Almost there. We're going to sort this out. Also. Excuse me, sir or madam, I intend to enter the room now. Keine Zeit, Junge. Wir müssen hier Zerstörung weitermachen hier. Dein Hotel nehmen wir auseinander. You are a degenerate brute. Security will handle it from here. Kann man ihn nass machen und dann da reinstopfen? Abreißen hier. Komm! Der Eismauer hat, genau. So. Gar nicht gesehen, yeah, nicht, ob der da stand. It, right? So, jetzt nochmal zurück. Boah, trotzdem anstrengend hier. Puh. So, kann man uns jetzt irgendwas kaufen? Wir können Dart spielen. Das ist aber nicht so gut. Okay. Kann man immer noch nichts anderes machen, ne? Pawn today, get yourself down to hell's very own pawn and gun shop. Ah, okay. Tickets, the only way to become the most famous. Ich verstehe noch nicht ganz, was man da machen muss. Muss ich ehrlich sagen, money for nothing, bank, check out, exit, hotel via the door. Okay, ach so. Man sollte auch lesen, ne? Man sollte ab und zu ein bisschen lesen. Nein, lässt du nicht. Ich muss noch ein bisschen was kaputt machen. I didn't want to come in anyway. 27 just slammed the door in my face. As you know, I'm always happy to speak to a guest. I won't be long. I hope everything is okay. Hey,
I am the manager of this place, and I have the authority to enter this room. Du bist hier von gar nichts Manager, Junge. Wow, you really put up a fight that time. Copy that. I'll grab my revolver. So geht's, Mann. Yes. Mal gucken, was wir uns kaufen können jetzt. Die schönen Sachen sind alle so teuer. Die sind ja unbezahlbar. Gar nicht gruselig. Pick up the hand scanner to begin. Ach so, Hand scanner, wo war der Hand scanner denn? Was kaufen wir uns denn Schönes? Thank you for purchase. Okay, dann haben wir schon mal was gekauft. Was ist das? Okay, ist auch noch in Entwicklung. Lauf! Ich glaube, ich muss noch mal. Was ist das jetzt hier? Minigame. That sounds entertaining. Yes, these are not a chore at all. Nee. Okay, machen wir nochmal einen Hotelraum und dann war es das erstmal hier. Warum habe ich denn jetzt wieder Armswinger? Warum? Ich hätte irgendwas freigeschaltet.
Okay, was kann man jetzt hier mitmachen? Verstehe ich nicht so ganz. Sehe ich auch so. Gibt kein Problem. Inspect the room right now. Muss ein bisschen weit auseinander sein. Manchmal ist das ein bisschen komisch. So, geh mal raus. Bisschen Kohle haben wir gemacht. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's erstmal. Ja, lustiges Game auf jeden Fall. Also man muss wirklich von Hotel zu Hotel und dann wird man auch immer berühmter. Und ich denke mal, der Raum wird sich dann auch hier ändern. Vermute ich mal, also ich bin jetzt nicht sehr weit gekommen. Also da muss man jetzt auch erstmal durchblicken. Aber für den Anfang echt... Ja, cooles Game. Man muss aber wirklich nicht nur alles kaputt machen, sondern auch darauf achten, wann steht da jemand vor der Tür. Dann muss man wieder dieses Minigame machen, sag ich mal, das man da zulässt. Und ja, kriegt Upgrades. Also desto mehr man kaputt macht, desto mehr Geld bekommt man. Und dann kann man wieder hier unten in die Hölle fahren und Sachen kaufen. Ja, also ich werde das Spiel auf jeden Fall mal im Auge behalten und weiterhin auch spielen, wenn Updates mal rauskommen. Und ja, wenn es interessante Updates sind, werde ich dann auch mal nochmal ein Video machen und eventuell auch nochmal ein Video, wenn ich endlich mal ein anderes Hotel erreicht habe. Das war jetzt immer das Gleiche. Irgendwann wird es dann auch langweilig. Kann man hier auch Dinge kaputt? Nein. Ja, Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn euch das hier gefallen hat, dann haut doch einfach mal ein Like raus. Kann man ein Like raus? Nein, das meine ich nicht. Ja, haut ein Like raus und ja, falls ihr mir noch kein Abo gegeben habt, würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen. Und ja, der Teufel wird sich natürlich auch darüber freuen. Ja, Leute, das war's und danke fürs Zuschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.